Und wieder einmal finden wir uns auf dieser Säule wieder. Die drei Charaktere, die uns zur Auswahl stehen. Und dieses Mal sind wir genau auf den gelandet, den wir auch spielen wollen. Jo, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Wir haben in der letzten Folge Aquas Story abgeschlossen. Und ja, jetzt bleibt nur noch eine einzige Story, die wir uns vorknöpfen müssen. Und das ist die von Terra, ein disziplinierter Jugendlicher, der nach Stärke strebt. Hohe Kraft bestimmt sein Kampfziel, ja. Terra, der wahrscheinlich in der Angriffskraft der stärkste Charakter von den dreien, nämlich wahrscheinlich auf jeden Fall der stärkste von den dreien. Bei Ventus war es ja mehr so Schnelligkeit, Flinkheit und so. Bei Aqua Magie, bei Terra ist es einfach hohe Kraft. Und ja, wenn man so gerne X-Smasht, so wie ich, kann das dann nicht schlecht sein. Und ja, wir haben gesehen, was mit Ventus und Aqua nach der Story passiert, aber wir haben noch keinen blassen Schimmer, was mit Terra passiert. Und ja, normalerweise heißt es ja Terra, Ventus und Aqua in der Reihenfolge. Also, nachdem man Aqua Story dann beendet hat, weiß man schon, was mit Terra passiert ist. Allerdings, da wir ja diese Reihenfolge gespielt haben, ist das noch ein bisschen offen und ich finde das irgendwie sehr viel besser so. Anstatt schon vor Terra Story zu spielen und dann schon zu wissen, aha, das ist alles passiert. Nein, das werden wir jetzt alles herausfinden. Und ich sagen, gehen wir doch mal rein und machen Terra Story noch für 10, 11, 12 Parts. Und ja, vielleicht kommen 2 Parts pro Tag. Ich weiß nicht, wie ich das handhaben werde. Aber ich will das Ganze noch so schnell wie möglich mal langsam wieder zu Ende bringen. In Kingdom Hearts 2.8, welches schon längst draußen ist, seit fast einer Woche. Und ja, deswegen, ich werde jetzt übrigens hier ein bisschen rüberquasseln, weil das haben wir schon 2-mal gesehen und dieser Part wird noch lang genug werden, wahrscheinlich 50 Minuten oder so. Also, ich könnte das ja auch alles skippen, aber ich weiß nicht, ob dann alles geskippt wird, ob dann die neuen Sachen, die wir noch nicht gesehen haben, geskippt werden und so, deswegen lasse ich es lieber. Jetzt, falls euch bald gefällt, könnt ihr mal ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen. Mark Hamill, fehlt's euch. Today you will be examined for the mark of mastery. Not one, but two of the Keyblades chosen stand here as candidates. But this is neither a competition nor a battle for supremacy. Not a test of wills, but a test of Sorry, gibt's ja noch die letzte Episode, die wir ja auch noch machen müssen. Nachdem wir die abgeschlossen haben, gehen wir direkt über Kingdom Hearts 2.8 rüber. To see our youngest prospects in years fall short of the mark. I trust you are ready. Nachdem wir die Finalepisode ja abgeschlossen haben, ist alles, weiß ich nicht, hier schon mal geklärt, was Birth by Sleep angeht. Storymäßig. Und ja, ach ja, die Kamera ist jetzt wieder umgestellt, ne? Es wird bei den anderen Kingdom Hearts Spielen auch so sein, ne? Frame Drop Distance und so, welches ja nach diesem Projekt kommen wird, wahrscheinlich. Ist immer umgedreht, immer. Jeden Kingdom Hearts Teil am Anfang. Guck nach rechts, ich guck nach links. Ich bin voll ungewohnt. No way. I've been looking forward to this. Seeing you two become masters. I'm not gonna miss it now. He could take care of himself. He's been out there training just as hard as us. Yeah. Stay sharp, Van. Alles klar, machen wir die Dinger fertig. Mit Terras brutaler Kraft. Oh, ich liebe so Charaktere, die so richtig auf riesige Stärke so herabzielen. Also Ike aus Super Smash Bros. Oder so. Ich liebe es einfach jedes Mal passende Geräusche zu machen, wenn man voll zuschlägt. Aber ich bin der Meinung, wenn man Ike in Super Smash Bros. Spielt, dann muss man einfach solche Geräusche machen, wenn man volle Möhre draufhaut. Was ich vielleicht nicht machen soll, weil mein Hals tut voll weh. Ich habe immer noch Halsschmerzen und so. Und ich sollte halt vielleicht unterlassen. Das hat mir ja gerade mein Hals voll gekillt. Bin schon Tränen und so weit alles gekommen. Ey. Oh Gott. So. Multifokus, ey. Multifokus-Kommando aktiviert.
Ja, am Anfang bringt das noch nicht viel. Ja, ich werde viele solche Geräusche machen, während ich Terra spiele, habe ich das Gefühl. Wir haben Ars Fatalis erlernt. Das ist ein Kommandostil, meine Güte. Hier gibt's so viele Mechaniken in dem Spiel. Multifokus, Kommandostil, Abschlusskommando. But one must keep a still heart even in the most D-Link. Trying of circumstances. Kommandos. It was an excellent test. One I chose to let ja, ich wollte halt einfach so schnell wie möglich hier zu Ende bringen. Weil der Part wird noch lang genug. Wenn wir das hier alles abgeschlossen haben, kommt noch so eine halbe Stunde now, drauf. Terra and Aqua. The two of you will face each other in combat. Remember. Ich hätte es gerne gehabt, wenn sie diesen Kampf hätten spielbar gemacht. Wenn Terra oder Aqua spielt. Von dem, wie es aussieht, scheint Aqua aber eine bessere Schwertkämpferin zu sein. Was eigentlich nicht so viel Sinn macht, weil sie hat, glaube ich, die niedrigste Angriffskraft von allen, weil sie ja auf Magie abgestimmt ist. We have deliberated and reached a decision. Während Terra ihr stärkste von allen ist, angriffskraftmäßig. However, only Aqua has shown the mark of mastery. Durch mal Terras Gesicht an. You fail to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. Ja, irgendwas passiert. Aqua wird zum Meister ernannt, der Nord trifft unten den maskierten Jungen. Wir wissen ja schon, wie alles hier abläuft. Hey. Bis hierhin hätten wir eigentlich schon alles skippen können, aber was soll's. The darkness. Where did it come from? Vielleicht gibt's ja Leute, die wollen nur diesen Playthrough oder so sehen, deswegen... Weil, ne, weiß ich nicht. Vielleicht gibt's ja so Leute. Vielleicht gibt's ja Leute, die haben nur ein Playthrough von diesem Spiel gespielt. Geh dann über den nächsten Kingdom Hearts Teil rüber. Ich hätte Rainbow Distance, glaube ich, ja. Not here, you won't. I have to keep up appearances. Oh, mein Hals tut so weh. I know that. Boah. Mach ich nur ein paar. Boah, ich kann da gar nicht. Ich kann da gar nicht mal mehr kommen, direkt Tränen, ne? Sorry. Oh Gott. But I need some time alone. Oh, ich hasse, ich möchte nicht mehr erkältet sein. Egal. Jetzt sehen wir mal, was Terra gemacht hat. Während der Zeit. There's darkness within me. So what does that matter? I know I'm strong enough to hold it back. Yes. You are indeed strong. The darkness has nothing to fear. Master Xehanort. And yet, how frustrating that Ericus refutes its power. Why, you could train with him forever, and still, you'd never be a master in his eyes. But why? Help me understand, Master. Beobachtet Xehanort mal ganz genau, wenn er läuft. Wenn die Kamera nicht direkt auf ihn gerichtet ist. Darkness cannot be destroyed. Achtet mal auf ihn jetzt gleich. Meine ich nur gute Erinnerung zu haben. Yes. Thank you, Master. Er läuft meistens immer mit einem Arm ausgestreckt. Da, seht ihr das? Es kommt, glaube ich, daher. Weil das ist wahrscheinlich seine Animation, wenn er ein Schlüsselschwert bei sich hat. Hat er, glaube ich, auch, als er die Treppe gerade runtergegangen ist, mit dem maskierten Jungen, wo er den getroffen hat. Ich glaube, wir tun immer die Animation reinpacken, wenn er irgendwie ein Schlüsselschwert in der Hand hat. Deswegen hat er immer seinen Arm so ausgestreckt. Sieht man öfters, wenn er läuft. I don't know. Why isn't Ven here? Very well then. I will send my pupils to investigate. Ja. Yes. I understand. Farewell. That was my dear old friend Yen Sid.
As you know, he is master no more. Ich kann mir den Typen einfach nicht vorstellen, wie der mit dem Schlüsselschwert rumschwingt. Bestimmt wie so ein Yoda irgendwie, der hüpft wahrscheinlich die ganze Zeit durch den Gegend. Ne, das wär schon ein Dingens hier, Mickey, ne? Mickey ist schon irgendwie so ein Yoda-Charakter, der so hüpft und kämpft. Und auch gut Magie einsetzen kann. Not only from the forces of darkness, as you may assume, but also from a new threat, one that feeds on negativity. Fledgling emotions that have taken monster form. Yen Sid calls them the Unversed. Anvisierten. Anvisierten, wenn ich sie. Weil wenn ich sie einmal anvisiert habe, sie tot sind. The Unversed are no exception. I tried to pass this news on to Master Xehanort, but my repeated attempts to reach him have failed. I doubt there is any connection, and yet this all troubles me. Master Xehanort is gone? How is this possible? Der war doch gerade noch da. So here we are. I need you two to get this situation under control. Eliminate the Unversed and find Master Xehanort. I have unlocked the lanes between. You may use these forbidden pathways to travel between this world and countless others. The darkness looms closer than usual within these spaces, but your armor will protect you. Lastly, remember that order must be kept. You cannot tell anyone there are other worlds. Now go and fulfill your duty. Yes, komischerweise wissen aber fast alle immer, wenn jemand von einer anderen Welt ist. Consider this an opportunity. A second chance for you to change my mind. What? You must know. I care for you like my own son. If I could have my way, I would name you master in a second. But how can I, when you are so obsessed with power? Terra, you mustn't be afraid of losing. Fear leads to obsession with power, and obsession beckons the darkness. War mir also eine Anspielung im Jedi-Kodex ist. Thank you, Master. Er ist recht, da er die Stimme von Luke Skywalker hat. I will not fail you again. Und ja, jetzt wissen wir ja wieder, was passiert. Wir ziehen unsere coole Rüstung an, fliegen weg und hören Ventus überhaupt nicht zu, was er zu sagen hat. It's okay. Aber da wir ja als Erster abhauen, bekommen wir ja nicht mit, was hier noch alles passiert. Ja. Jetzt wird natürlich auch noch die Frage auf, die wir auch noch nicht geklärt bekommen haben. Warum kämpfen wir gegen Terra in Kingdom Hearts 2? Ich war bei eine Wille. Das wird auch noch nicht geklärt, ne? Oh ja, tschüss! So, wir können jetzt einen D-Link zu Ventus und so herstellen. Bams, ausgezeichnet. Und zu Aqua, gut. Es wäre sehr toll, Ventus' D-Link so schnell wie möglich hochzuleveln. Der sehr gut mit Terra kompatibel ist. Ja, wir gehen zum Verwunschenen Reich. Oder? Ja, Verwunschenes Reich, ne? Und da erst einmal natürlich Dingens umstellen hier. So, ich meine, das ist auch immer rechts oder links in die jeweilige Richtung zu sehen, ja. Ich meine, das ist mit dem Kommandodeck ist, glaube ich, auch immer umgekehrt, deswegen tun wir das mal mit der oben Taste nach unten und das nächste Kommando in der Liste. Ja, okay, keine Ahnung. So, Fertigkeiten kennen wir haben eine Analyse.
Kommandos haben wir noch nicht. Wir haben den Erderschütterer und den Wegfinder. So, D-Links. Status. Ars Fatalis. Abschlusskommando. So, hier müssen wir wieder Geld sammeln. Hier müssen wir Dings Feuersbrunst einsetzen, was wir noch nicht haben. Das sieht von der Farbe her aus, ich weiß es nicht. Ich gucke einfach mal. So. Gehen wir zum verwunschenen Reich. Und ja. Wir wissen ja mittlerweile, dass Terra verdammt schnell ist und Welt so schnell abschließt, weil die nächsten oder nächste zweite oder dritte Welt ist ja Ding schon. Palast der Träume. Und ja, wenn wir da ankommen, wenn wir damit, glaube ich, fertig sind, fängt erst Aqua mit der ersten Welt an. Das heißt, während wir hier auf dieser Welt rumlatschen, sind Aqua und Ventus, glaube ich, noch in keiner einzigen Welt gewesen. Was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Bin wahrscheinlich irgendwo so im Sternstau oder so. Keine Ahnung. Monsters. So, ihr seid die Anversierten. Ja, genau, ja. Keine Ahnung, immer wenn ich so einen Klopp hier habe, muss ich den immer verblöden irgendwie so. Weiß, Terra ist nicht dumm, aber das macht es irgendwie einfacher, wenn ich ihn so ansehe. Aber so ein Typ, der alles kurz und klein haut. Hä, was willst du? Ich hab mich gerade schief angeguckt. Puff, puff, puff. So, warte mal. Oben. Betäubung. Ja, okay, das ist gut. Puff. Okay, Ventus. Bevor ich wieder vergesse, die aufzuleveln. Da ist eine Truhe, die nehme ich mir. Die schnapp ich mir. Ah ja, das wäre vielleicht mal ein Moment hier anzusprechen, dass Terras Ausweichrolle in Anführungszeichen nicht so gut ist wie die von Aqua und Ventus, Entschuldigung. Weil er nicht unbesiegbar bin. Ups, falsch. Boah. Weil er nicht unbesiegbar ist während seiner Ausweichrolle. Also er ist unbesiegbar, aber nur sehr, 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 sehr viel kürzer als Aqua und oh, da war so ein Ding, geil. Jetzt komme ich mal schnell an. Duff, 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 duff. Und das ist krass. Ja, reicht. Ich weiß nicht, ob wir Ars Fatalis oder so aktivieren müssen für den Abschlusskommando. Aber suchen wir mal. Wenn man es mal wieder aktiviert wird, glaube ich, so normale Angriffe, so Sturmlaufen, was weiß ich. Ja, guck ich das mal an. Boff, doof, doof. Boff, boff. Doink. Also mit der Ausweichrolle wird es ein bisschen schwieriger. Ich werde sehr viel öfter getroffen mit Terra, das sehe ich schon mal. Da kann ich schon mal voraussagen. Wenn zum Beispiel mit Ventus und Aqua nur Viereck drücken würde, also ununterbrochen Viereck drücken würde, sich bewegen würde, dann ist man wortwörtlich unbesiegbar. Du kannst von alles und jeden angegriffen werden, also solange du immer bewegst und Viereck drückst, kontinuierlich, also sowas die ganze Zeit machst, dann bist du wortwörtlich unbesiegbar und kannst nicht getroffen werden. Bei Terra allerdings ist das nicht der Fall. Nur sehr viel kürzer während diese Animation unbesiegbar ist. Also ich kann nicht die ganze Zeit so machen und immer ausweichen. Die Sache ist allerdings, er ist sehr viel schneller mit seiner Ausweichrolle. Er tut mehr Distanz und so zurücklegen. Aber im Kämpfen ist das jetzt nicht so eine gute, ja, Ausweichrolle, sagen wir mal. Wir haben Eis. Also ich brauche hier irgendwas. Ja. Es war sehr doof, mit ihm Magie auszurüsten, weil seine Magie ist für ein A. Aber ich möchte auch nichts hier aufleveln. So, genug Hintergrundinfo für Terra. Jetzt habe ich so alles angesprochen. Jetzt machen wir einfach schnell die Welt hier zu Ende.
sehr lange. Dauert das hier auch gar nicht mehr. Uff. Ich sag doch, der haut alles kaputt. Vielleicht ist das ja echt die einfachste Story von allen. Aber wenn ich so an einige Bosse denke, kommt mir das nicht so vor. Verwunschenes Reich, Enchanted Dominion. Oh. Der Dame komplett in Schwarz. Lass mit der mal reden. Sie scheint ja absolut keine bösen Absichten zu haben. What's this? Why aren't you asleep, boy? That fool Flora cast a spell to put everyone in this castle into a deep, deep slumber. Who are you? Why, I am Maleficent. As all who dwell in this kingdom would know. Now you must reciprocate the introduction. Who are you? I'm Terra. What do you know about those monsters? The ones who attacked me. Hmm. Now why would I give a thought to creatures so base, so inconsequential? Meinst du mich? Well, they are base. That's for sure. Anyway, I'm looking for someone. Ever heard of a man named Xehanort? That name is not familiar to me. Is he an outsider like yourself? Oh, but wait. I do remember someone leaving the castle. Tell me, what was he doing there? I couldn't say. I can only be certain he was not from this kingdom. If you're curious, go see the castle for yourself. There, the entrance is past the bridge. Thanks. Danke, meine freundliche Lady. Perhaps he did speak about imprisoning the light. The light could be so many things. Could he have meant Princess Aurora? Aurora. Okay. Kommt Terra eigentlich nie mit, dass irgendwie Leute in weil nicht grünen Flammen oder dunklen Fäden oder so verschwinden? Sollte man vielleicht drauf achten. So, Aqua! Magie, weil ich bin so gut in Magie und so. Und das dauert lange, ich weiß. Ja, man sieht, das tut deutlich aus. Stimmt, ich habe kein Vita. Was mache ich eigentlich? Oh, warte mal. Ach, ich hab Vita. Oh Gott. Jetzt könnt ihr schon. Ihr habt die einfachste Story von allen. Ich sehe es. Ja, wo lande ich denn jetzt nochmal? Ja, sehr gut. Dann schon mal hier. Einfachste Story. Sag doch, stimmt ja irgendwas nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier die einfachste Story ist, jetzt ganz ehrlich. Ja, dann direkt das Ding bekommen ausgezeichnet. Ja, sehr gut. Aber Magie-Deflektor von Aqua. Ja, stimmt, ich soll vielleicht ein paar Posts essen. So. Ja, wir hochleveln hier. Wenn ich alles zu tun. Au. Oh mein Gott. Das wird wehtun, die Story. Ja, wir brauchen ein paar Level, wir brauchen ein paar Level. Überleben wir nicht. Ja, mein Game Over gerade hat das schon bewiesen, ne? Das ist immer so ein Ding. Ich weiß gar nicht, ob man irgendwie... Oh, Attacke. Die ausgezeichnet. Hey, das ist noch einer. Oh, ja. Ja, ich wollte schon sagen, er kommt dann irgendwann. Ach ja, wauf, wauf, gib mir so einen Stein, verdammt. Ja. Doof. Oh, sehr gut, ausgezeichnet. Aber leider. Das Ding schon vorbei. Ugh. So, habe ich schon
hier irgendwas im Weg. Nur keine Ahnung. Wird schon kommen. Mit Zeit. Also ein paar Gegner, sonst wird das hier eng. Ich meine schon, der erste Boss ist sehr schwer. Geld muss ich so oder so aufsammeln, wegen Überraschung. So, Aqua! Ja, den kann man noch, ne? Au! Oh, Feuerschlag, jetzt bei dem Talking About. Ja. Leider ist es ja wie bei jedem anderen Charakter, dass wir erst eine Welt abschließen müssen, um Dingens hier Vita und so kaufen zu können. Ist nicht so optimal. Oh, geil. Nicht so optimal ist leider. Magie-Volley. Das ist ein Ding. Ja, sehr gut, da war noch einer. Ah, Abwehr gestiegen. So. So, damit haben wir schon alle aufgelevelt. Ja, so muss das sein eigentlich, ne? Muss ja Offscreen immer machen. Schon irgendein Kommando. Ja, Betäubungsringe. Kann ich halt mit Dingens verbinden. Schwertlauf und Sturmlauf oder Eis. Was nehmen wir denn? Zeit oder... Nehmen wir das mal. Heilkunde. Das ist nicht mehr so eine Fähigkeit, die brauchen wir, obwohl... Nee, Heil-Items, das werden wir spätestens in der ersten Boss-Auftrag brauchen können. Antigraf ist eine gute Magie für Terra. Wenn man damit keinen Schaden anrichtet, sondern einfach nur, weil nicht. Man sollte Zauber einsetzen, die keinen Schaden anrichten, so wie Schlaf oder irgendwie sowas. Da ist noch was. Da ist noch was. Da ist noch was. So, zwei Level Ups haben wir, glaube ich. Da geht aber noch was. Wie lange dauert der gar nicht mehr, habe ich so das Gefühl. Hi. Boah, geil. Das ist noch so schwer, weil wir haben noch gar nichts hier. Zur Not können wir mal noch D-Links einsetzen, um uns zu heilen. Ich glaube, die haben einen voll hoch. Ja. Das knapp wird jetzt mal beim D-Link ein. So muss das. Ist jetzt irgendwie gar nicht Dinges ein, ne? Zack, so. Auf jeden Fall, Ars Fatale ist hier alles noch. Ich glaube, das reicht nicht mehr, ne? Ich glaube, es gibt's mehr. Und ich glaube, so Schwertwurf und so weiter alles einsetzen, ne? Ja, guck mal. Waren wir nicht drei? Ich wollte schon sagen. So. Ja, nein, okay. Boah. Sollen wir so ein bisschen Stunt-Manöver machen, ne? Oh, da schläft eine Pretty Woman. This feels so familiar. Her heart is filled with light, not the slightest touch of darkness. Just the kind of heart I need. For what? Imagine with me the most glorious of futures,
Seven of the purest hearts, each overflowing with light. When brought together, they grant the power to rule all worlds. What do you mean? Why, that key you hold. The Keyblade, is it called? Where did you learn that name? That trinket is the only way to obtain the hearts. No more games! Where is Master Xehanort? Impudence will get you nowhere, child. If you wish to learn more, you must retrieve the heart of Aurora. And why would I ever want to do that? It's not a matter of why, but of will. In your heart, there is darkness just waiting to be awakened. I don't know what you're talking about. Perhaps not yet. But I have power over sleep, and I can awaken what's inside you. Then you will be free to be who you truly are. Remember, the darkness lurks in every heart. Darkness is our foe. Would that we could be rid of it. You must destroy it. Push the darkness down. Give it no quarter in your heart. Ja, so ist das passiert. Here it is. Just what I've waited for. Terra hat das Herz von ihr gestohlen, obwohl er es nicht wirklich gestohlen hat. To think that all he spoke of was and will be true. What? How did it? What did I do? What did you do? You speak as if I pulled some invisible strings. No, you couldn't be further from the truth, child. I simply whispered to the darkness you already held inside. How could I do this? Then! Yes, now. You want to know where Xehanort went? Well, that I cannot answer. He disappeared into the darkness. Zuppi. But now I know the Keyblade is necessary to gather hearts. Join me. Collect 6 more hearts of pure light. Then we will rule all the worlds together! You seem to be mixed up. I'm a peacekeeper, not a tyrant. What is this? For a peacekeeper, you're off to an exceptionally poor start. Remember this. The darkness in your heart cannot be held back by force or strength. Now, my work here is done, as is yours. Wasn't there someone you needed to chase? Wait! The Unburst. They're gonna bring down the castle. I have to do something. Jo, du kannst jetzt zum Malefiz an Dimensionslink herstellen. Pff, warum nicht, ne? Dimensionslink, wir sind doch schon beste Freunde und so, ne? Und beide haben ein bisschen, beide so ein bisschen Dunkelheit im Herzen und so, ne? Und ja. Menno. Irgendwas zu sagen, Terra? Jo, okay. Alles klar. Dann, ja, schlechter Start trifft's. Auf jeden Fall. Oh, yeah. Boink.
Angriffsformel, yay. Yeah. Da wäre schon alle Schätze hier, ne? Durchaus gehen nach. Da möchte ich noch irgendwas hier. Ich schmeiße das alles an, aber kein Vita. Einfach so. So, das Problem ist. Tun wir erstmal auf dem Weg hier alles wieder kaputt hauen. Hi. Alle Fitze. Erscheine. Obwohl, wenn ich jetzt hier alles kaputt haue. So ein bisschen. Ich werde gleich sehen, warum. Da mal ein bisschen beschleunigt. So, ein Stern bitte, wenn es geht. Hi. Dorf. Alter. Machen die den Schaden? Was? Irgendwie. Man kann jetzt ja sterben, was soll denn das? Ich muss ein bisschen beschleunigen, ja, sonst dauert der ewig. Ja, gut, es war nur eine Kombo, um die ganzen kleinen Fische zu erledigen. Dauert doch nicht so lange der Part hier. Gib mir das. Bisschen doof, dass ich oft getroffen werde. Aber ich möchte nicht gegen zwei von euch kämpfen. Ja, ich möchte das hier machen. Nein. Treffer Level 2, so. Jetzt muss ich hier ein paar Sachen ändern. Zwar müssen wir Heiltrank ausrüsten. Weil hier wartet schon der nächste Boss und ich hoffe, wenn ich freikehre, dass ich nicht ganz viel Erfahrungspunkte und so verliere. Das wäre ein bisschen doof. Wir haben übrigens kein D-Link. Geil. Und das könnte jetzt ein bisschen schwierig werden. Ich muss aufpassen, ja. Ich sehe den unversierten. Durch den Unversehen. Ach den! Boah. Ja, der erste Boss ist immer der schwierigste, finde ich. Wenn ich einfach nicht heilen kann. Ja, geh noch näher an ihn heran. Geil. Oh, oh, oh Gott! Deswegen habe ich auch ein Schwert gefunden, also was? Au. Oh, ein bisschen näher. So, komm her! Du. Hallo, wo bin ich? Irgendwo da war ich gerade. Was ist das Ding? Aua, ja, hab ich schon gedacht. Alter. Ah, schon wieder getroffen von dem Teil. Ja. Das gibt's doch nicht. Und von Ars Fatalis. Oh Gott. Ich muss nochmal Ziel wechseln mit Alliance, ne? Oh, ist gut. Auf mit dem Angriff. Nur drei Tränke, ich habe den fast gar nichts abgezogen, geil, ne?
Wie? Ach, verdammt. Warum ist der Boss so schwierig am Anfang? Einfachste Story, my ass. Komm, ah, Spartal ist. Sehr gut. Ich könnte mir mich hier retten. Ja. Yeah. Ich weiß halt, man den Angriff nicht ausweichen kann. Komm her! Uff. Ich heile mich einfach. Ich werde sonst im restlichen Spiel nie wieder Heiltränke einsetzen, also. Was das schon? So, komm her! Boah, jetzt wirft er wieder das Ding, ja, wichtig. Ja! Ich muss, glaube ich, erst das Ding da bekommen, ja. Oder nicht? Ja, der Kampf war schon schwierig. Fand ich hier so für den ersten Boss. Aber wir haben es geschafft und das ist das passiert. Das Herz von Aurora geklaut. Also. Geil. It's my fault her life was stolen. It was because I was weak. I'm sorry. Weil Fitz hat doch gerade gesagt, man braucht keine Kraft. Once I learn to stand up against the darkness. So, und dafür habe ich ja. Master Xehanort imprison the light. The purest hearts of light. Do they hold the answer? Seven pure hearts, each completely void of dark. Such a search may take some time. Ja. Sieht man da in Kingdom Hearts 1. Auf jeden Gestirn hat einen, glaube ich, viel Magie gibt und uns nichts weiterbringt. So, dann hat es jetzt noch nicht so lange gedauert wie gedacht. So 15 Minuten nicht. Also gut. 43 Minuten, damit kann ich leben. Die hoffentlich auch. Ich sage, wir könnten schon in der nächsten Folge, also wir werden auf jeden Fall in der nächsten Folge zur nächsten Welt gehen. Und ja, meine Schätze hier, ja, ich glaube, wir haben da alles. Ich glaub, wir müssen da lieber hin. Gut, dann, ja, wir müssen hier noch mal irgendwann hin, um die ganzen Truhen zu sammeln. Da werde ich auch Screen machen. Möchte euch nicht mit nerven. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts, Birth by Sleep, Final Mix. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo und einen Kommentar hinterlassen. Das wäre sehr super duper nett von euch. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss wieder, Archie.